Majestät, wollten sich mit einer politischen Partei befassen, ja, der heuer bei der Wahl ein Überraschungserfolg gelungen ist. War nicht der Strache? Keine Sorge, Majestät. Kleiner, viel kleiner. Ah. Der Vorsitzende der Partei der Neos, Matthias Stolz. Fragen Sie mir mal, was das soll. Wer ist dieser Gast? Das ist der Pink Man. Einer unserer Mitarbeiter. Aha, wieso ist der jetzt da? Das ist mein Schatten, Ihre Majestät, und wir haben eine große Bitte. Na? Wir sind ja neu im politischen Geschäft. Ja. Sie haben 1000 Jahre Erfahrung. Ja. Wir würden gern den Pink Man bei Ihnen zu Hofe als Praktikant verdingen. Okay. Und na, dafür die Augenweide mitnehmen im Austausch. Na ja, dann lassen wir mal die Augenweide kommen. Viel Majestät, Augenweide. Ja. Also nur damit wir das jetzt besprechen können. Also, das ist seine Augenweide und das ist unsere Augenweide. Ne, wir könnten ein bezahltes Praktikum machen. Und er will mit uns tauschen. Ja, sicher. Na, wissen Sie was? Augenweide, nimmst du mit, ja? Bringst ihm ein bisschen was bei. Na ja, das wird dir nicht gefährlich. Nur damit der Stolz dann auch was hat vom Leben, ja? Bringst ihm halt ein bisschen was bei diesem Spermium. Oh. Oh, die Begeisterung ist überschaubar. Ja, hätte er halt eine ordentliche Augenweide mitgebracht, dann hätten wir ruhig über das Tauschen reden können. Ne? Also er ist jetzt ein Politiker, ne? Und er bezeichnet sich freiwillig als solcher, Seifenstein? Mittlerweile ja, Majestät. Schau. Und er hat einen Erfolg gehabt. Er ist eingezogen in den Nationalrat. Ja, aber Seifenstein, was war das für Musik, wie der eingezogen ist? Majestät, das war die Kennmelodie von Pinky und Brain. Ah! Jetzt haben wir Pinky und Brain, ja. Jetzt haben wir verstanden, Also er hat eine neue Partei gegründet, die, wie heißen die? Neos. Neos, ne? Und warum hat er das gemacht? Weil die Zeit reif war. Und es haben doch ein paar Leute genauso gesehen wie er, ne? Viele. Viele Leute, ja. Viele Leute, die sich gedacht haben, wer ist das jetzt? Wurscht. Weil in den TV-Diskussionen war er ja nicht zu sehen, ne? Leider nicht, nein. Nein, zum Glück. Sonst wird er nicht da sitzen. Der glaubt er denn ernsthaft, er hätte da sitzen, wenn er in den Diskussionen zu sehen gewesen wäre? Ein reziproker Straunach ist er das, ne? Ich werde je mehr der Straunach die Pappen aufgebracht hat, desto weniger Stimmen hat er gekriegt, ne? Nein, Ihre Majestät. Eure Majestät. Eure Majestät. Ich bin eben aus Vorarlberg, da haben wir es nicht so mit den Plural. Ja, leider. Wäre ich im Fernsehen gewesen, ja? Eure Majestät, ja? Da würde ich jetzt Regierung verhandeln. Und wer sagt, dass diese Vorarlberger keinen Schmäh haben? Genauso lustig wie der Stadler, der glaubt hat, dass er mit dem PCD noch einziehen wird. Sehr witzig. Na, die Vorarlberger. Also,
er hat wirklich damit gerechnet, dass er einziehen wird, ne? Immer dran geglaubt. Wo war er denn vorher, Seifenstein? Wo war er vorher tätig? Majestät, wollen Majestät genaueres über den Lebenslauf von Herrn Streutz wissen? Das ist ja verständlich, Seifenstein. Majestät, Herr Streutz hat in Innsbruck Wirtschafts- und Politikwissenschaft studiert. Daneben hat er Ausbildung und Kurzstudien in den USA, in Irland und in Griechenland vorzuweisen. Wirtschaftskompetenz, Irland und Griechenland? Was hat er denn gearbeitet, Seifenstein? Majestät, laut Homepage von Herrn Streutz hat er außerdem einen Qualifizierungslehrgang, Komplementärberatung abgeschlossen, sowie einen International Train the Trainer Lehrgang, eine Vertiefung im Bereich systematische Großgruppenarbeit und Aufstellungen und die Matura im Bundesgymnasium in Bludenz. Sie haben die Frage nicht verstanden, Sir. Gut möglich, Majestät. Schauen Sie uns an. Was hat er gearbeitet? Jetzt verstehe ich, Majestät. Majestät, er war unter anderem Geschäftsführer bei Beratungsagenturen. Er war Coach, Unternehmensberater und Trainer. Reden wir Chinesisch oder was? Was haben Sie gekackelt? Ja. Eure Majestät? Phil, ich bin ein Backbauernbub, 18 Jahre Kinderarbeit. In Ihrem Reich? Eurem. Eurem. Wie viele Rhetorikseminare hat er gemacht? Nur damit er sich ein bisschen genieren kann. Der Piefke hat das innerhalb von 10 Sekunden kapiert. Okay, der Vorhaben. Ich werde mich bemühen. Alle. Der Toni Polster hat das kapiert. Jetzt wird's eng. Nein. Wir reden vom Toni Polster. Wir reden von Toni Polster. Meister, ich hab Durst. Ja, Durst? Ja. Ja, schaut, gell, Augen auf bei der Berufswahl. Gell? Der eine ist halt Kaiser und der andere nicht. Da muss halt jeder das machen, wo einem der liebe Gott hinstellt, ne? Ja, wir können teilen. Schaut. Ja. In der ÖVP kriegt man das Beipacht. Der liebe Gott macht das schon, ne? War er mal bei der ÖVP? Ja, war er mal bei der ÖVP, nicht so verstanden. Im weitesten Sinne, Majestät, er war Mitglied der Aktionsgemeinschaft, einer ÖVP-nahen Fraktion der österreichischen Hochschülerschaft, wurde zum Vorsitzenden der ÖH Innsbruck gewählt und war später parlamentarischer Mitarbeiter von ÖVP-Klubobmann Karl-Heinz Kopf. Und er hat in einem Interview angegeben, dass er die letzten 10 Jahre ÖVP gewählt hat. Puh. Was ist da passiert dann nachher? Warum hat er der ÖVP den Rücken zugedreht und gesagt, na, das mache ich jetzt anders? Na ja. Na, was war das Ausschlaggebende? Warum hat er dann gesagt, na, jetzt machen wir eine eigene Partei? Ja, er hat das Gefühl gehabt, er kann keinen sinnvollen Beitrag leisten mit dem, was er ist, mit dem, was er kann, mit dem, was er will. In den verkrusteten Strukturen, Eure Majestät. Vielleicht hat er bei der Weihnachtsfeier mit der Fekta geschmust. Vielleicht war es. Das es juckt schon. Ich kriege Fieberblasen. Fieberblasen? Nein, ich kriege auch nicht. Die Fieberblasen ist das Wenigste, was davon zu sagen. Die beißt ihnen die Lippen ab. Die macht sich zu einem weitwunden Politiker. Also das war nicht, die Fekta war es nicht. Nein. Nein, es war die verkrusteten was?
Strukturen. Strukturen, ja genau, das sagen Sie immer. Gell? Die verkrusteten Strukturen, die müssen aufgebrochen werden. Es könnten aber auch die charismatischen Spitzenpolitiker der ÖVP gewesen sein, gegen die Herr Strolz sich vielleicht keine Chancen ausgerechnet hat. Wie zum Beispiel dieser hier. Ja. Oder dieser hier. Ja. Oder gar dieser hier. Ja, gegen einen Leitl ist besonders schlimm. Ja? Wenn der lächelt, hat der 72 Cent. Na, wisst ihr's? Der Leitl, wenn der lacht, schaut er aus wie ein normaler Mensch bei der Rektoskopie. Ja, Mann. Ja, Sie sind hart. Ja. Ihr seid hart. Ja, Ihre Majestät, ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ja? Ein Geschenk? Ich war ja unlängst bei Ihrem Arbeitskollegen. Eurem. Ich war unlängst bei Eurem Arbeitskollegen, dem Herrn Bundespräsidenten und Mitarbeiter. Also, willfähriger Büttel. Okay. Ich der Bussebär, ja? Da habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und ich habe ja Krawatten getauscht mit ihm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn Sie sich einmal unter das Volk mischen wollen. Wenn ihr euch einmal. Jetzt haut er mir aus, glaube ich. Gekudert, mehr wie noch nicht. Geduld. Ist der vielleicht ein Ding? Ein Lebensmensch, meine ich. Majestät, beziehen sich auf liberal und auf rosa? Ja, wenn der schon mit einem daherkommt, der so Ding ist, ne? Außerdem, wo kommt diese rosa Farbe überhaupt her als Partei vom Seifenstein? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Majestät, möglicherweise könnte man es aus der subtraktiven Farbenlehre ableiten. Aha. Demnach ergibt sich die Farbe von Herrn Strolz, wenn man von Schwarz, Hofbildstelle bitte, hier in der Mitte den blauen Anteil, also die FPÖ, und das Gelb von Team Stronach abzieht. Demzufolge wäre also Schwarz minus Team Stronach-Sympathisanten und solche, die zu Strache wechseln wollen, also ÖVP-Wähler oder Leute, die was von der Wirtschaft verstehen und ohne die Frustrierten. Gute Analyse. Plus die 16-jährigen Mädels, die glauben, sie wählen Hello Kitty, oder was? Vielleicht hat das deswegen funktioniert, Seifenstein, weil die alle glaubt haben, Hello Kitty, ja, da habe ich gute Erinnerungen. Wir müssen uns jetzt schon sehr zusammenreißen, Seifenstein. Dass man Majestät, ich würde einen Sprachkurs begrüßen. Erbitten. Hätten's. Ja, dann machen's den, aber nicht hier bei uns, ja? Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein, ne?